Hey Leute, hier ist Aldemar mit Regiments. Weiter geht's. Ach guck, jetzt kann ich hier die Toten replacen. Reinforce 2 Units. Ach so, warte mal. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wenn ich das jetzt drücke, der heißt... Wir haben aber noch 6 Units als Replacement. Ach, das bedeutet das. Wie viele Fahrzeuge, einzelne, ich habe, um die zu replacen. Brauchen wir nicht. Da brauchen wir keine Punkte investieren, solange wir noch genug haben. Wir haben ein paar verloren und die aufmöbliert. Oh, guck mal, wir haben auch sogar Sanis verloren. Ne, die sind tatsächlich explodiert. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und von den Strellern, oh, haben wir auch... Haben wir noch 2 auf Reserve, die sind echt teuer. Okay, gut, das lassen wir so. Ist alles in Ordnung. Wir haben jetzt 175 Punkte. Und dann holen wir jetzt mal rein Armored Task Force. Ne, das sind wieder normale Panzer erstmal. Wir können auch die aufwerten. Dann haben wir die... Auf T-72ern, M1 und wir haben Rally. Die Frage, ob wir das brauchen. Das könnten auch verschwendete Punkte sein. Ich muss sagen, ne? Ne, eigentlich haben wir genug Riflemen. Wir machen das hier nochmal. Guck, Engineer Points sind 0. Machen wir nochmal. Bam. Was soll's. 1200, damit können wir arbeiten. Los geht's. Wir nehmen mit Reckon Focus oder Repair Depots Damage. Aber ich glaube, ich nehme mal für den Reckon Focus. Damit haben wir Aufklärung. Ups. Ich fände cool, wenn man mehr Karten hat, dass Verbündete einem helfen. Ich finde das richtig cool. Okay. So. Jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen unsere Hubschrauber wieder. Hubschrauber. Und, ja, das war's mit Punkten. Ich mach mal langsamer. So, wir klären mal auf. Was ist hier? Ach du Scheiße! Guck mal, wie sie sogar rausrennen. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Scheiße. Da müssen wir die ein bisschen verteilen. Die halten das. Und ja, und da haben wir die jetzt. Okay, nochmal neu. Irgendwas ist komplett kaputt hier. Das darf natürlich nicht passieren. Sie haben sie über Nacht angeschlichen oder so. So ein japanischer Bajonettangriff. Okay, hier sehen wir es. Aber ich hatte doch hier auch Truppen. Oder wurden die zurückgestellt? Wahrscheinlich. Okay, pass auf. Dann holen wir jetzt rein den Hubschrauber. Trotz allem. So, jetzt sehen wir ja, was hier los ist. Da sind 3 Punkte. So, Reverse. Ich glaube, das war ein Bug. Nein, nein, nein. Infanterie muss draußen bleiben. Die müssen raus. Da sind Mörser. Die sind draußen. Ah, da sind sie. Rein in den Wald. Auf die Panzer schießen. Boah, die schießen alle mit ihren... Mörsern und den Raketen. Haben die überhaupt welche? Ja, da. RPGs. Geil. Und die müssen auch weg. Dann machen wir einen kleinen Vorwärts. Oh, guck mal hier. Gut, dass wir die hier einquartiert haben. Na toll, das.
Nicht wird das überhaupt was. Guck mal, diesmal ist es besser, als wenn das Spiel eben einen Fehler gehabt hat. Oh oh. Ah ja, okay, sollen ja vorrücken. Veterans sie ab, das ist gut. Läuft, läuft. Ach du Scheiße. Alter, die haben Long Range Anti-Air und meine Hubschrauber existieren noch. Oh, das ist krass. So, die Marder weg. Oh, oh, oh. Das ist nicht so gut. Oh, oh, okay, doch. Rückzug. Geh wieder zurück. Panzer, Rückzug. Aufstellung hier. Rückzug bitte, ja. Die halten eine gute Linie. Wir sollen auch erstmal da bleiben. Ich könnte die Panzer einsmoken, aber... Okay, ich glaube, die Hubschrauber lasse ich vielleicht erstmal zurück, bis ich weiß, was mit der Anti-Air da ist. Oh, und schon wieder verkackt. Oh, das ist... Okay, nochmal. Jetzt sind wir... Meine Güte, das ist aber jetzt hier... Bescheuert, wie die Truppen alle stehen. Die Phase, denn neuer Tag. Jetzt muss ich aber in der dritten Phase muss ich das jetzt beenden. Ich darf hier nicht weiter verweilen. Das muss halt jetzt Schlag auf Schlag gehen. Okay, pass auf. Kann ich die wegmachen? Ah ja, ich kann die umbauen. Guck mal, aber da geht's nicht hin. Den auch, ne? Pass auf. BMP, BMP. Infanterie raus. Machen wir gleich. Die bleiben dann da. So, hier ist knackig, aber nicht unmöglich. Das funktioniert ja zu Beginn. Nicht immer, aber... Die kommen einfach da rein. Die bleiben einfach da und schießen. Die haben ihre... Achso, guck mal, da ist die, wird die Infanterie ausgeladen. So, Hubschrauber ist ein Problem. Lassen wir aber dennoch erstmal vielleicht... Vielleicht wird er nicht abgeschlossen. Müssen wir direkt wieder neu starten. Los, langsamer. Und los geht's. Sorry. Ah, ne, die laden die aus. Okay. Ah, ne, sind. Ach, schon wieder den gleichen Fehler. Ich sehe das hier unten nicht. Eins zurück. Die schießen. Egal wohin. Die sind eingegraben. Punkte laden sich noch auf. Wir können gleich noch mehr Verstärkung holen. Aber nicht direkt. Das finde ich ganz gut. Ist ein bisschen Balance. Okay. Je weiter. Head at your shield. Ich habe die TBM vorhin gar nicht benutzt, ne? Schande über mich. Es regnet doch jetzt. Vorhin hat es noch nicht geregnet, oder? Guck mal, jetzt kommen sie. Und rennen meinen Hinterhalt. Marder A2. Boah, Alter, der haut rein. Der trägt zwei Raketenwerfer drauf. Nee, Mörser. Und es ist ein Minenwerfer. Weg mit dem. Die wollen es wissen, ne? Wunderschön.
Und weiter. Wie viele Hubschrauber haben wir da oft in petto? Auch nochmal zwei. Entweder sind es nur die beiden oder... Wir werden es niemals rausfinden. Mach die doch mal weg jetzt hier. Du Scheiße. Ja, Spaghetti. Das ist jetzt blöd. Das ging daneben, sehr gut. Oh. Pop Smoke. Angriff. Ach du Scheiße. Okay, wir sind so am Anfang, dann mache ich nochmal Scheiße. Okay, wir stellen uns woanders hin. Wir bleiben da hinten stehen, warten aber. Das stört mich, dieser Anfang da hinten mit den ganzen Fahrzeugen nervt mich ein bisschen. Also unser Strella ist sowieso viel zu weit hinten. Ne, das geht gar nicht. Der muss hier oben hin. So. Stracciatella, Entschuldigung. So, der muss ausladen. Warte, erstmal der Hubschrauber. Der Hubschrauber hat ja eben Probleme gehabt. Der bleibt hier. Monsignore. Alter, was ist denn hier los? Die stehen schon wieder anders. Was zur Hölle? Okay. Dann machen wir so. Wenn schon, denn schon. Schön ausgeladen. Hubschrauber. Stracciatella. Da ist auch noch ein Panzer, siehst du? Ich nix sehen. So, die sind ausgeladen, der muss gleich ausladen. Artillerienski, so. Dürfen ja eigentlich nicht beschossen werden, so. Die und confirm. Da ist die Luftabwehr. Scheiße. Vielleicht sieht er mein Ding ja nicht. Ich müsste hier schneller down gehen. Da ist noch einer. Scheiße. Nee, ich... Der Rolandella. Der Roland und der Strella. Die kämpfen um Christella. Poppt. Ne, zieht sich zurück. Okay. Feuer frei. Nein. Gucken wir mal, ob wir da was machen können. Können wir jetzt hier vorrücken? Oh, ich dachte gerade, es wäre einer von meinen. Sehr schön. Dann bleiben wir sogar gerade stehen. Ich bewege mich mal gerade nicht. Sehr schön. Dann war das eben... Ja, die positionieren sich immer wieder neu. Ich meine, nice. Aufklären.
Komm, flankier die mal. Die gucken ja in die falsche Richtung. Kommt schon, ich muss vorrücken. Das ist die Marder 2. Komm, es reicht. Weg mit denen. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Den rüsten wir mal auf. Neu. Es reicht, ne? Irgendwas ist gut. So, der muss auch weg. BTR rückt vor. Ihr könnt jetzt da drauf schießen. Das andere brauche ich nicht mehr schießen. Okay. Ja, es gab ja tatsächlich erste und zweite Wellen und dritte Wellen Angriffspläne, zum Beispiel von den Russen. Es wurde ja auch unter Atombombentests, so wie bei den Amerikanern, getestet, wie weit man Personal einsetzen kann. Also die erste Welle zu Zeiten der DDR, ne, das heißt ja, der Ostblock wäre vorgerückt von Startpunkt, der Hauptangriff wäre gekommen von, oh scheiße, und zurück. Warte, wäre gekommen aus der DDR natürlich. Und das Ding ist, es wurde getestet, wie weit man die Leute einsetzen kann unter Fallout. Das heißt, Atombomben werden eingesetzt auf Berlin oder andere strategische Punkte, wahrscheinlich eher nicht Berlin. Kann sein, schon auf die Angriffslinien. Taktische Bomben, es gibt auch taktische nukleare Bomben, die nicht ganze Städte auslöschen, sondern bestimmte kleine Bereiche, um da irgendwie vorzurücken, falls man konventionell nicht durchkommt. Ne, aber die Frage, ob man es einsetzen soll, weil der Erste, der es macht, heißt immer, dass die anderen es auch machen. So, es wurde getestet, wie weit man die Soldaten einsetzen kann unter radioaktiven Bedingungen, bevor sie ausgewechselt werden müssen, ja? Also man verheizt eine komplette erste Welle an Soldaten, nur um den Sieg davon zu tragen. Also, ihr seht, ne, und krass. Ja, müsst ihr mal euch auf der Zunge zergehen, ja? Das waren die Angriffspläne. Es wurde halt geguckt, wie weit man die dann halt noch benutzen kann. Aber das muss man ja auch berücksichtigen. Ich meine, wenn der Kalte Krieg zum Warmen Krieg gewonnen wäre, dann hätte der Verlierer am Schluss vielleicht die Atombombe gezündet. Aber vielleicht auch nicht. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, dann, scheiße, kann man definitiv sehen, dass die Amis eigentlich am gewillteren waren, Atombomben zu schmeißen. Du Scheiße. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Läuft, 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 läuft. Zurückziehen. Aufladen. Machen wir mal gerade hier. Die Amis wollten immer gerne zuerst schießen. Das war auch immer einer der Hauptprobleme. Die wollten immer zuerst ballern, bevor, also den Erstschlag durchführen. Soweit ich das selbst verstanden habe, korrigiert mich, falsch liege. Aber am meisten hat Russland immer nachgegeben und gesagt, hier, nein, 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 wir wollen keinen Krieg. Oder nee, nee, wir machen das nicht. Also das war immer sehr faszinierend. Also, ne? Es ging ja auch oft um Mächtegleichgewicht. Das ist so das Hauptkernargument in der ganzen Geschichte der Menschheit. Oftmals war immer ein Hauptkriegsgrund kein Gleichgewicht der Mächte. Das hat auch viel mit Bündnissen zu tun. Oder Erbschaften von Königinnen, wenn die dann auf einmal irgendwie hier noch König von einem anderen Land wurden. Oder dann gab es immer direkt Krieg und Zoffen, andere Bündnisse dagegen, weil das halt das Mächtegleichgewicht zerrüttet hat. So, und die Atombombe
Und die Atombombe hat dafür gesorgt, dass man nicht angegriffen wird. Also wer die Atombombe besitzt, ist quasi untouchable, ja? Nicht God-Mode, aber passiver God-Mode, so don't touch me, ja? Deswegen will die auch jeder. Nordkorea hat die Atombombe, du kannst nicht mehr in Nordkorea einfallen. Egal, was der macht, ja? Der könnte seine halbe Bevölkerung abschlachten, was er macht. Aber, ist live ausstrahlen, was sollen wir denn machen? Sanktionieren? Atombombe? drauf? Ich meine, der zündet seine Atombombe, ne? Deswegen will ja auch der Iran zum Beispiel eine Atombombe, aber die Amis hatten die erste Atombombe. Riesenproblem, Riesenmächte-Ungleichgewicht. Aber ein Typ, der hat das gespreadet, wie die Seuche, ja? Erstmal die Baupläne, ich hab vergessen, wie er heißt. Aber wenn die Sowjets die nicht gehabt hätten, hätten die... die Amis die nicht gehabt und die Sowjets nicht. Ja, ist die Frage, was... Ne, da wäre die Demokratie allen aufgezwungen worden wahrscheinlich. Oder ein paar Atombomben irgendwo draufwerfen, ich weiß ja nicht. So, jetzt ist das Problem, jetzt haben wir hier keine Einheiten mehr. Warte mal, die sind jetzt alle da. Ist sehr interessant. Kalter Krieg ist meines Erachtens... ich finde alles danach ist langweilig, militärisch, geschichtlich gesehen. Aber der Kalte Krieg ist wirklich hochinteressant. Gerade Spionage und Drama die ganze Zeit, Atombomben. Ne? Und das ist so der Wendepunkt der Menschheit. Meines Erachtens ist der Kalte Krieg die Prüfung einer jeden intelligenten Zivilisation im Universum, ob sie sich selbst auslöscht oder nicht. Und ich glaube, scheiße, da sind wir dran vorbei, ja? Dieser Punkt. Den haben wir, den kritischsten Punkt auf jeden Fall. Kann ja immer noch passieren. So, entweder kommen sie von da oder von da. So, und das ist jetzt ein Problem. Scheiße. Gut, wir stellen uns dahin und dahin. Okay, da ist was. Wir klären mal auf. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen mal schnell hier hinfahren. BMPs da oben rein. Da ist Flugabwehr. Flak müssen wir... Mörser holen wir mal nach vorne. Supplies. Strella holen wir nach vorne. Hier gehen wir mal gucken, was wir sonst noch hier im Ort finden. Rücken vor. 12 Minuten haben wir noch. Jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen verheizen und Gas geben. Hubschrauber muss wieder rangeholt werden. Das muss... Da war gerade eine Luftabwehr. So, Zoo Rockets. Okay, alles klar. Der Panzer keine Munition mehr hat. Okay, sie kommt von da. Mit Hubschraubern! Diese kleinen, miesen Packdinger. Oh, wir haben auch welche. Hahaha, ist das scheiße. Ja, die weichen schon aus. Scheiße. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das ist ein... Scheiße. Das ist ein Scheiße. Okay, wir haben Trupp verloren. Egal. Das war's dann mit der Runde hier. 10 Minuten haben wir aber noch. Oh, Scheiße, zurückziehen. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt haben wir nur noch einen Trupp, oh Mann, ey. Ein Trupp, oh Mann, ey. Jetzt machen wir jetzt ein kleiner Part hier vorne. Ach du Scheiße.
Komm, füll ihn doch auf. Das gibt's doch nicht. Dann füll dich zu Hause auf. Das ist halt gar nichts. Scheiße. Okay, hält noch. Und zurückziehen. Ach, da sind auch noch welche. Guck mal. Nein, der kann da durch die Bäume schießen. Genau, schießt du auf ihn. Auch nur, ich darf nur keinen verlieren. Okay, er wechselt das Ziel. Er ist noch im Rennen. Infanterie raus. Feuer. Alles gut, alles gut. Halbwegs. 7 Minuten noch. Angriff! Jetzt. Genau. Und da fliegt der deutsche Stolz durch die Gegend, ja. Wunderbar, wunderbar. Untraurig. So. Okay. Wie gesagt, das muss jetzt schaffen. Den können wir jetzt nicht zurückschicken. Bitte er. Er ist noch dabei. Ja, machen wir mal hier drauf. So. Aha, da. Scheiße. Scheiße. Angriff. Das sind noch mehr. Natürlich jetzt blöd. Hat er noch mehr? Vielleicht kommt er auch noch in den Wald. Fast move. Schnell, schnell, schnell. Gut, der ist erledigt. Immerhin. Okay. Feuer frei. Da kommt die Verstärkung. Hier müssen wir jetzt mal vorrücken. Ist halt der VDV, ne? Der macht alles weg. Der ist super. Wir brauchen aber den jetzt hier unten auf jeden Fall noch. Der greift an, ich fasse es nicht. Scheiße, scheiße. Rückzug. Das gibt's doch nicht. Rückzug. Nein! Komm, Strella. Stracciatella. Z has funktioniert. Jetzt brauchen wir nur eine nächste Phase. Dann haben wir gewonnen. Vielleicht schafft er es ja in 5 Minuten noch. Vielleicht ist da ja keiner. Dann haben wir alles. Mist. Sehr schön. Infanterie raus. Infanterie raus. Panzer, Feuer frei, egal, alles raus, 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 raus. Valley ist verloren. Kein Problem. Wir schaffen das. Da haben wir 3 Phasen. Hat ein paar Verluste, aber ist akzeptabel, glaube ich.
Aha, da. Das Panzer? Panzer, sehr schön. Mittlerweile sehe ich lieber Panzer als Infanterie. Aua. Ach du Scheiße. Ausladen. Flankiert. Boah, wehe, das ist jetzt noch irgendwas. 3 Minuten. Oh nein, der muss weg. Das gibt's doch nicht. Vorwärts, vorwärts. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit! Scheiße, Panik. Der Hubschrauber ist nicht im Dienst, ne? Ist er ausgelöscht? Ne, er hat's geschafft, glaube ich. Er ist auch weg, weiter. Next stage. Die Frage, desto mehr wir da haben, geht das dann schneller? Der ist ja immer noch da. Jetzt ist er weg. Rein da, rein da. 2 Minuten. Komm, 2 Minuten. Jede Minute zählt in einem Krieg, der nur 30 Minuten anscheinend geht. Ach, scheiße. Och, nö. Komm schon. Wo schießen denn alle hin? Oh. Was ist denn da? Flugzeug ist abgepackt. Ach du Scheiße. Okay, ja, das hat sie erledigt. Okay. Rückzug, ich will die jetzt nicht noch hier Panzer verlieren. Okay, alles klar. Wenn wir das jetzt... Ah, okay. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die erste Phase. Die ging jetzt aber lang, ne? Ich weiß nicht, ob ich alle Versuche gezeigt habe. Es war jetzt, glaube ich, der 3. oder 4. Versuch. Aber die sind immer nur ganz am Anfang gescheitert. Kann auch sein, dass ihr alles gesehen habt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön ist das doch auch. So, stellen wir uns mal so dahin. Bleib mal hier stehen, nicht, dass da irgendeiner vorhat, was einzunehmen. Und wir... Also jetzt müssen wir aufpassen. Na? Kann mir noch passieren, dass die meinen hier irgendwo... Ich habe alles eingenommen, ja? Nichts vergessen. Alles ist uns. Hervorragend. Erste Schlachtlinie beim... Boah. Ich glaube, beim letzten reicht es, wenn ich es eine Phase lang halte, ne? Mindestens. So, das haben wir geschafft. Sehr gut. Nächste Folge, nächste Phase, liebe Leute. Haut rein.